Also wir wurden ungefähr gegen 16.20 Uhr alarmiert, zunächst die Kräfte von Sprendlingen und Gensingen zu einem Gebäudebrand. Es war initial ein Dachstuhlbrand von Passanten gemeldet worden. Schon durch mehrere Notrufe wurde die Alarmstufe erhöht auf Gebäudevollbrand. Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich diese Einschätzung. Es brannte ein Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Der Brand hatte bereits übergegriffen auf mehrere Gartenlauben und Carports, die direkt angebaut waren. Die erst eingetroffenen Kräfte wurden dann auch unterstützt durch weitere Einheiten hier aus der Verbandsgemeinde, insgesamt 7 Einheiten, auch unterstützt durch die Feuerwehr aus Bingen mit einem kompletten Löschzug. Dieser massive Kräfteeinsatz von mittlerweile ungefähr 100 Kräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ist es gelungen, das Feuer zu löschen mittlerweile. Wir haben Feuer unter Kontrolle melden können und sind im Moment mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Große Schwierigkeit hier war insbesondere, dass sich das Gebäude im alten Ortskern hier von Sprendlingen befindet. Die engen Gassen, eine schlechte Zuwegung, hat uns schwere Probleme bereitet, die Fahrzeuge zu positionieren. Mittlerweile konnten wir auch einen Teleskopmast und eine Drehleiter von Gehalbesheim noch einsetzen, um jetzt die letzten Blutnester zu finden und abzulöschen. Ein direkt angebautes Nachbargebäude war von einer Brandausbreitung betroffen. Auch hier konnten wir sehr schnell zuschlagen und diese Brandausbreitung zurückdrängen und mittlerweile ablöschen. Also Sie müssen sich vorstellen, Feuer aus allen Fenstern, Feuer aus dem Dach, eine massive Rauchentwicklung, die durch den Wind runtergedrückt wurde in die Gassen, sodass wir zunächst auch die Gefahr hatten, dass durch Wärmestrahlung das Feuer auf Nachbargebäude noch sich überträgt und dass auch Passanten durch den Rauch verletzt werden. Verletzt in der Tat war eine Person, ein Bewohner des Hauses, eine leichte Verletzung. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber mittlerweile schon wieder verlassen. Also im Moment gehen wir von der Gesamtschadenssumme von rund 300.000 Euro aus. Das Gebäude, in dem es gebrannt hat, ist sehr wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Und im Nachbargebäude hat es auch eine Brandausbreitung gegeben. Da müssen wir jetzt noch bewerten, ob es heute wieder bezogen werden kann.